Eiserne Kanzler weich. Woher kommt sein plötzliches Umfallen? Es ging im Grunde genommen nicht um ein Umfallen Bismarcks, sondern eher um eine neue Situation, die sich nicht zuletzt in den Regionen der Welt ergeben hatte, in Afrika, in der Südsee, wo der deutsche Kaufmann unter dem Konkurrenzdruck anderer europäischer Mächte stand. In Europa herrschte eine ausgesprochene außenpolitische Schönwetterlage, sodass Bismarck ohne größere politische Gefahr einen kolonialen Schritt tun konnte. Und schließlich ging es um sein eigenes parlamentarisches Überleben. Die Reichstagswahlen standen an. Doch die anderen imperialistischen Mächte haben die Welt längst aufgeteilt. Nord- und Südamerika sind weitgehend unabhängig. Der Rest, weiße Flecken auf der Landkarte, sind Wüsten, Urwälder. Die Einwohner gelten als kulturlose Wilde, denen man die Segnungen der Zivilisation bringen muss. Auch um die Wählerstimmen der Kolonialbegeisterten zu gewinnen, lässt Bismarck, der Pragmatiker der Macht, die Lüderitzbucht durch Kaiser Wilhelm I. unter Reichsschutz stellen. Das bedeutet, dass die deutsche Regierung den privat erworbenen Besitz eines Händlers und seine Geschäfte im Ausland schützt. Das Kaiserreich ist zur Kolonialmacht geworden. Mit der Reichskriegsflagge kommen nur 3 Beamte. Später folgen 2 Dutzend Schutztruppler. Verwaltet wird das Schutzgebiet, Bismarck vermeidet den Begriff Kolonie, von Heinrich Göring, dem Vater des späteren NS-Reichsmarschalls Hermann Göring. Bismarcks Schritt hat Konsequenzen. Denn nun wollen auch die anderen Gebiete, vor allem Würmanns Westafrika, unter das schützende Dach des Reichs. Der Forscher Gustav Nachtigall wird kurzerhand zum Reichskommissar ernannt und bricht mit dem Kanonenboot Möwe gen Westafrika auf. Doch auch die Engländer sind schon unterwegs. Wer als erster seine Fahne hisst, dem gehören Land und Menschen. So einfach ging das. Zur Sicherung des deutschen Handels stellt Nachtigall das Togo-Gebiet unter kaiserlichen Schutz. Ein Entdecker wird zum Eroberer. Seine nächste Annexion, keine 10 Tage später, Kamerun. Wenige Stunden entscheiden hier den Wettlauf gegen die Engländer. Mit Kirchengeläut wird die deutsche Herrschaft über Kamerun bereits gefeiert, als der britische Konsul Hewitt eintrifft. Die englische Presse spottet über den Too Late Consul. Würmanns Agenten vor Ort haben für den Reichskommissar Nachtigall die Verträge schon vorbereitet. Das Kriegsschiff hilft, sie durchzusetzen. Die Deutschen waren flinker als die Engländer. Dieses Wort hört man ja, wenn man mit manchen alten Leuten, heute gibt es immer weniger, spricht, die ja von der Flinktheit der Deutschen. Auch im Pazifik, deutsche Kanonenboot-Diplomatie. Die Kommandanten der Kriegsschiffe Elisabeth und Hyäne hissen die Reichsflagge auf einer Inselgruppe, die man Bismarck-Archipel nennen wird. Kaum ein Deutscher hat jemals von der Matupi-Insel gehört. Doch das macht nichts. Sie gehört jetzt zum Deutschen Reich. Die Maskentänzer der Mordlock-Inseln werden ebenso dazugehören wie die Frauen im Urwald von Truk, die Kopfjäger auf Neupommern und die Menschenfresser vom Sepik-Fluss. Deutschlands Platz an der Sonne im Pazifik liegt 18.000 Seemeilen von der Heimat entfernt.
Die koloniale Euphorie gibt auch fanatischen Elementen Raum. In Ostafrika beginnt der niedersächsische Pastorensohn Karl Peters auf eigene Faust eine Privatkonquista. Die Eroberung eines Kolonialreichs vom Nil bis zu den Viktoriafällen unter Einschluss der schneebedeckten Gipfel des Kilimanjaro. Die Einwohner sind für ihn Untermenschen. Die meisten weißen Kolonialisten sahen sich als Herrenmenschen. Sie fühlten sich rassisch überlegen. Bei Karl Peters war dieses Gefühl besonders extrem ausgeprägt. In einem Film mit Hans Albers in der Hauptrolle werden fast 60 Jahre später die Nazis den skrupellosen Konquistadoren verherrlichen. Wie er an der Küste des heutigen Tansania landet, nach Westen ins Landesinnere zieht und sich ein Gebiet von 140.000 Quadratkilometern unterwirft. Er ist ja nach Afrika gezogen, um sich ein Reich nach seinem Geschmack dort zu schaffen. Alles das war ausgerichtet auf Herrschaft. Er zog in Berlin durch die Straßen mit Hetzpeitsche und Kanonenhosen, also mit Knickerbockern, um zu demonstrieren, dass er ein Herrenmensch war. Wenn ich dich schützen soll, dann muss ich hier auch meine Fahne hissen. Er ist bereit und er will unterschreiben. So wurden die Afrikaner um ihr Land gebracht. Wie üblich für ein paar Gewehre mit dem Fingerabdruck und Alkohol. Er war ein gerissener Unternehmer, der den einheimischen Häuptlingen seine Verträge schmackhaft machen konnte. Ich bin sicher, die wussten nicht, was Karl Peters überhaupt von ihnen wollte. Bismarck hat die Reichstagswahlen nicht zuletzt mit der Kolonialfrage gewonnen. Er lädt die imperialistischen Mächte zur sogenannten Kongo-Konferenz nach Berlin. Bismarck hatte gerade sein Reich gegründet und wollte es konsolidieren und meinte, jetzt in einen Kolonialkrieg verwickelt zu werden, das wäre gefährlich für Deutschland. Und diese Gefahr sind ihm die Kolonien nicht wert. Beratendes Mitglied der deutschen Delegation ist Adolf Woermann. An der 5 Meter hohen Wandkarte des Geografen Richard Kiepert diskutiert man den kolonialen Status Afrikas. Entscheidend soll die effektive Besetzung sein. Das führt zu einem Wettlauf auf die noch freien Gebiete. Die Konferenz, die gerade nicht die Aufteilung wollte, bewirkte sie. Gewachsene Kulturräume werden einfach durchschnitten. 100 Millionen Afrikaner sind betroffen. Gefragt werden sie nicht. Auf der Berliner Konferenz wurde Afrika aufgeteilt wie ein Schokoladenkuchen. Deshalb lud man den Besitzer des Kuchens, den man verspeisen wollte, natürlich nicht ein. Die Afrikaner wurden mit voller Absicht ausgeschlossen. Jetzt geht es schnell. Einen Tag nach Abschluss der Kongo-Konferenz erhält Karl Peters sein Stück vom Kuchen. Den so lange ersehnten kaiserlichen Schutzbrief. Der Kilimandscharo ist jetzt Deutschlands höchster Berg. Bagamoyo wird die erste Hauptstadt von Deutsch-Ostafrika. Der sadistische Herrenmensch ist am Ziel seiner Wünsche. Herr über Land und Leben. Peters kolonialer Traum wird für viele Einheimische zum Albtraum. Er selbst zum Inbegriff deutscher Prügelkultur. Der Hass auf Peters eskaliert, als er aus persönlicher Rache seine schwarze Konkubine und ihren Freund aufhängen lässt. Hier bestimme ich, ich kann es alleine. Aber Karl, bedenke doch. Ich habe es bedacht. Aufhängen, habe ich gesagt. Aufhängen! In Berlin reagiert man entsetzt auf das Treiben des inzwischen zum kaiserlichen Kommissar ernannten Karl Peters. Hänge Peters nennt ihn die Hauptstadtpresse. Im Reichstag kommt es zu heftigen Debatten.
geht es an, dass ein Beamter, ein Reichskommissar wie Dr. Peters, sich auf eigene Faust Gerichtsgewalt anmaßt, niederaufhängen lässt, ohne seine vorgesetzte Dienststelle befragt zu haben. Wobei letzteres wohl das schlimmste Vergehen war. Peters wird aus dem Reichsdienst entlassen. Unterdessen hat Hermann Wissmann, der berühmte Afrika-Reisende, mit schwarzen Söldnern aus dem Sudan eine Truppe aufgebaut, die Askari. Sie sollen zu einem Mythos werden. Mit deutschem Drill bilden sie, auch ohne Lederstiefel, den Kern der Schutztruppe in Deutsch-Ostafrika. The practice for the Germans was to take people from far areas. Die Deutschen rekrutierten Soldaten aus weit entlegenen Gebieten. Fern der Heimat würden sie erstens nicht weglaufen und zweitens nicht zögern, auf die Einheimischen zu schießen, mit denen sie kein Mitgefühl hatten und mit denen sie überhaupt nichts verband. Durch die Kolonien und mit Bismarcks Hilfe steigt Hamburg zum größten Überseehafen des Kontinents auf. Waren aus den Kolonien werden von hier aus ins ganze Reich verteilt. Auch nach Wendeburg bei Braunschweig, wo die Eltern der kleinen Else einen Kolonialwarenladen betreiben. Kaffee, Bananen, Ananas und Orangen. Die Früchte einer neuen deutschen Warenwelt, die für einige recht lohnend ist. Kautschukernte in deutschen Plantagen. Der Gummiboom sprudelt Geld in die Kassen der Überseekaufleute. Denn die neuen Elektro- und Autoindustrien florieren und verhelfen Adolf Woehrmann zur Blüte seines Reederei- und Handelsimperiums. Zu Hause in Hamburg entsteht das neue, prächtige Afrika-Haus an der Reichenstraße. Doch über der Kolonialherrlichkeit brauen sich dunkle Wolken zusammen. Nicht nur beim Vulkanausbruch auf Neuguinea. Im März 1888 bebt die Küste. Eine 20 Meter hohe Flutwelle rast auf Neuguinea zu. 5000 Menschen sterben. Zahlreiche Dörfer werden wegradiert. Das Paradies zeigt seine Kehrseite. Klima und Krankheiten zermürben die wenigen deutschen Kolonisten, die sich einen Platz an der Sonne erträumten. Der Ort Finschhafen wird zu einer Totenstadt. Die Malaria rafft alle Ausländer hinweg, einschließlich des Tropenarztes. Die für Weiße angenehmen Kolonien waren längst vergeben. Das erträumte deutsche Indien gab es nie. Bismarcks Skepsis war berechtigt. Doch auf ihn hört man nicht mehr. Der junge Kaiser zwingt den eisernen Kanzler zum Rücktritt. Der Lotse geht von Bord. Wilhelm II. Vertritt eine neue, säbelrasselnde Politik. Doch eine seiner ersten außenpolitischen Taten ist ein überraschendes Tauschgeschäft mit England. Für die Ansprüche auf die Insel Sansibar erhält das Deutsche Reich das sturmumtoste Helgoland. Aber dann ergibt sich für Wilhelm II. Die Gelegenheit, den Säbel aus der Scheide zu ziehen. Die Harmonie der Landschaft, das Feng Shui, wird angeblich durch die christlichen Kirchtürme gestört. Deshalb sollen die deutschen Missionare Hähnle und Nies getötet worden sein. Die Ermordung gibt Berlin den Vorwand zum Sprung nach China. Die kaiserliche Marine besetzt die Bucht von Kiaochu.